Hey Leute, ihr wolltet meine Meinung zum Dr. Stone Manga. Ich freue mich drauf, denn Boichi ist einer der besten Manga-Zeichner unserer Zeit. Ja, ihr habt richtig gehört, er ist zusammen mit Takeshi Obata einer der besten zeitgenössischen Manga-Zeichner. Ich finde gut, dass er sich bei Dr. Stone einen Storyschreiber zugelegt hat, Leute, denn das hat er dringend nötig gehabt. Wir haben gesehen, wohin das geführt hat bei seinem Vorgängerwerk Sunken Rock. Brillante Zeichnungen, Leute, aber die Story war grottenschlecht. Unglaubwürdige Charaktere, aber dafür wunderschöne Zeichnungen, wie man sie nicht oft zu sehen bekommt. Ich habe mir diesen Manga tatsächlich nur wegen der Zeichnungen gekauft. Unfassbar. Und Boy schaut immer wieder so perverse Zeichnungen mit rein. Immer wieder geschmacklos, Leute. Der Typ braucht dringend eine Freundin. Doch heute wollen wir uns auf Dr. Stone konzentrieren. Lasst uns einen Blick hineinwerfen. Übrigens sieht sowohl der Held in Sunken Rock als auch der Held in Dr. Stone einem Vorbild ähnlich, das Boichi hat, und zwar, ich zeige es euch kurz, diesen hier. Kennt ihr Trigun oder Trigun? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Er hat mal in einer Short Story erwähnt, dass er den Typen richtig bewundernswert findet. Und wir sehen, seine Vorliebe spiegelt sich im Charakterdesign. Was ich immer bei Dr. Stone geil finde, ist die Gestaltung der Augen. Viele Manga-Zeichner zeichnen Augen auf diese Art und Weise, aber er bringt da noch so einen extra Funken Details rein, Leute. Man sieht die Augenlider richtig. Ich finde diese kantigen Augenbrauen richtig nice, Leute. Das hier ist ein Fest, Leute. Sowas macht Spaß. Gute Zeichnungen versüßen einem den Tag. Das versüßt einem das Lesevergnügen und Boichi ist besonders gut darin. Er zeigt uns von Anfang an, dass er null Probleme mit Perspektiven hat. Er benutzt wirklich waghalsige Posen aus waghalsigen Winkeln. Der Mann weiß, was er macht und wir fühlen uns sofort gut aufgehoben. Hier schon wieder krankhaft gute Perspektive und geniale Linienführung. Ich bin der Meinung, er zeichnet digital, aber er hat auch bewiesen, dass er traditionell wunderbar zeichnen kann. Geiler Typ. Seine Manga-Seiten sehen lebhaft aus, Leute. Egal, welche Seite ich aufschlage, irgendein Highlight gibt es immer. Der Typ steckt seine Seele hier rein. Im Sunken Rock Manga hat er immer wieder erwähnt, wie hart er arbeiten muss, dass er wenig schläft und so weiter. Und man erkennt auch, warum er wenig schläft, Leute. Diese Zeichnungen haben besonders bei Sunken Rock Porträtqualität. Die sind extrem detailliert. Und er schafft es auch, einen eigenen Stil zu etablieren. Ich würde seine Zeichnungen wiedererkennen, Leute. Nicht sofort, aber ich würde sie wiedererkennen, wenn ich sie sehe, unter 100 anderen. Und das Geile ist, was er bei Sunken Rock und Origin, einem anderen Werk von ihm, gemacht hat, was ich toll fand, war, dass er die Hälse der Figuren etwas länger gezeichnet hat, als sie tatsächlich sind, anatomisch gesehen. Und das hatte auch nochmal so einen Wiedererkennungswert, den ich toll fand, denn das hat mich an antike griechische Statuen erinnert. Dort wurden die Hälse auch manchmal länger dargestellt. Und das passte gut. Hier schon wieder, egal welche Seite ich aufschlage, Leute, es gibt tolle Perspektiven, Highlights überall. Und auch seine Schraffuren sind richtig gelungen und vor allem an der richtigen Stelle, Leute. Wir haben das Gefühl, die Figuren anfassen zu können. Guckt euch das mal an. Sowas haut er einfach auf jeder zweiten Seite raus, Leute. Ich liebe es. Das macht Spaß. Noch was, was ich toll finde bei ihm, Leute, ich zeige euch noch ein anderes Bild. Ich finde, die Haarspitzen zeichnet er immer richtig lebhaft, Leute. Das ist so ein kleines Detail, aber es trägt viel dazu bei, dass das Ganze
erstens Wiedererkennungswert hat und zweitens, dass es wirklich plastisch aussieht. Auch hier das Ende des Stoffes zeichnet er wirklich wunderschön. Ich liebe es, Leute. Und ja, diese Haarspitzen erkennt man auch immer, wenn man hier hinguckt. Man merkt, dass es aus der Feder des gleichen Künstlers gezeichnet worden. Ich finde das toll. So eine Kleinigkeit, auf sowas müssen wir als aufmerksame Leser achten, Leute. Das sind seine Markenzeichen als Künstler. So wie ein Schriftsteller gerne Metaphern einer besonderen Art benutzt, so benutzt auch ein Künstler besondere Vorgehensweisen bei der Darstellung bestimmter Dinge. Es sind die Details, die das alles magisch machen, Leute. Und obwohl seine Panels so viele Details haben, hat er wirklich den richtigen Grad zwischen Details und Bewegung gefunden. Wir haben nie das Gefühl, als ob seine Panels überfüllt sind, auch bei Sunken Rock nicht. Kurz gesagt, wir vertrauen ihm. Der Mann führt uns geschickt durch seine Welt. Alter Schwede. Auch tolle Gesichtsausdrücke aus immer verschiedenen Perspektiven. Ich liebe es, Leute. Und diese Schraffuren, heilige Maria. Immer, immer garantiert an der richtigen Stelle gesetzt. Auch die Bewegungen gut dargestellt. Hier möchte er ein bisschen angeben und zeigen, was er drauf hat. Soll er ruhig ein bisschen mit den Sporen knarren. Geiler Typ. Wir merken, er hat eine Vorliebe für Anatomie. Er zeigt uns gerne, was er mit seinen proportionalen Darstellungen leisten kann. Wirklich bemerkenswert. Tolle Illustration. Aber wie immer habe ich auch immer einen Kritikpunkt, Leute. Nein, habe ich nicht. Hier kann ich nichts bemängeln, Leute. Das hier ist Manga-Kunst at its finest. Aber eine Sache würde ich trotzdem gerne sagen. Ich finde seine Schwarz-Weiß-Illustration beeindruckender als seine Cover-Illustration. Darüber lässt sich bestimmt streiten, aber ich finde, Schwarz-Weiß-Illustrationen haben bei ihm mehr Ausdruck als seine digitalen Cover-Illustrationen. Und ich finde auch, obwohl es ein Artbook von Sunken Rock gibt, lohnt es sich nicht wirklich, weil auch hier die schwarz-weißen Zeichnungen beeindruckender sind. Hey, Poichi mit seinen perversen Panels immer. Jedenfalls finde ich die schwarz-weißen Panels oftmals beeindruckender als die digital kolorierten Cover-Illustrationen. Das heißt aber nicht, dass ich kein Freund von digitaler Kunst bin, sondern nur finde, dass das Ganze weniger eindrucksvoll gestaltet worden ist. That's it, Leute. Das war mein Review zu Dr. Stone. Schaut euch das gerne an, Leute. Ich bin selten so begeistert von einem Manga. Ihr wisst, ich habe jetzt schon Dutzende Mangas reviewt, aber Dr. Stone ist ein kleines Highlight, eine kleine Perle, ein kleines Juwel unter den heutigen Manga-Zeichnern, von denen viele ihre Hausaufgaben scheinbar nicht gemacht haben in der Kunststunde. Er hat sie gemacht. Ich wünsche euch was, Leute. Bleibt cool. Bis bald.